So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Batman Arkham City. Hier in Aufzug des Todes. Sobald die Tür aufgeht. Den mit der Waffe. Knock ihn aus, knock ihn aus. Sehr gut. Wo ist der Typ mit der Waffe? Volle Konzentration. Sehr gut. Sehr gut, den dicken haben wir auch weg. Den haben wir auch weg. Und schaut euch das an, wie schnell das gehen kann, wirklich. Oh. Alles gut? Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie an Weihnachten. Ja, ja. Den Schmäh kennen wir schon. So, was kriegen wir daraus? Ich komme, wo auch immer du bist. Achso, hangeln. Dann hangeln wir mal. Aus. Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die Angriffe jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelpots Festung dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Ja, das schaut schon fett aus. Kann man nichts sagen. Mit dem Mond. Urgeil. Super. Schaut euch das an, wie weit das weg ist. Ah, ist schon fett gemacht. Kann man nichts sagen. So, wohin müssen wir denn? Weiter rauf? Darüber? Kann das sein? Ja. Schaut gut aus. Wir sind ganz rauf anscheinend. Ei. Sir, die ersten Bombardements auf das Museum wurden durchgeführt. Das Ziel wurde nicht zerstört. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Hier läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Jetzt, Gebäude getroffen. Jetzt müssen wir erst einmal darauf kommen. Alter, das sind so richtige Nischen, die man dann nicht wirklich sieht. Ah, okay. Gefängnisaufstand. Schaut euch das an. Wir lassen uns da Zeit. Kannst du da rüber gehen? Ah, tatsächlich! Cool! Kein bisschen Höhenangst, ha? Huh? Nein, da wollte ich ehrlich gesagt nicht, dass du hingehst. Ja, da wollte ich, dass du hingehst. Lagerzentrale, wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Nein, sucht den Turm nicht ab. Das ist nicht gut für euch. Ja, weiter rauf irgendwie.
Gerät hacken? Auf dem Turm gibt es keine Spur von Batman, Sir. Gut. Vielleicht ist er abgestürzt. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt, Zentrale. Da war doch gerade Gerät hacken, oder? Gut, machen wir den mal an. Aber da, na, da drinnen ist nix. Da! Alter! Sehr gut. Bosskampf? Rauf mit dir. Bei Bossen habe ich bis jetzt eigentlich immer gut abgeschnitten. Nur bei Sprungpassagen und was weiß ich was. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Bei Sprungpassagen und bei vielen Gegnern. Ah, no way. No way out. So, Moment. Da kommt dieser Dampf raus, oder? Nein? Ich hätte mir gedacht, dass da jetzt dieser Dampf rauskommt. Große Stunde. Wir haben die Chance, alles zu vernichten, was diese Stadt plagt. Okay, da komme ich da raus. Was ist, wenn ich aber den anderen Weg entlang gehe? Wie, was? Wie? Ah, so? Was ist, wenn ich da entlang gehe? Ihr solltet stolz sein. Es ist der Beginn einer neuen Ära. Ein neues Gotham wird entstehen. Aha, ich kann auch von der anderen Seite kommen, auf gut Deutsch gesagt. Für Gotham City wird jetzt ein neues Zeitalter anbrechen. Ja, ja, ja. Du mit deinem neuen Zeitalter kannst mal scheißen gehen. Ich weiß, ich sollte mich beeilen. Aber es ist ja Gott sei Dank nur ein Spiel. So. Davor, glaube ich. So. Kriege ich da einen, den ich gleich ausschalten kann? Batman ist ein würdiger Gegner. Komm her. Er ist gefährlich, aber nicht. Die Zielperson benutzt die Gitter am Boden. Die Zielperson nutzt nicht die Gitter am Boden. Zielperson verschwunden! Habe Sichtkontakt zur Zielperson! Aua! Der hat mir voll mit der Shotgun in den Kopf gefetzt, der Wichser. Verfolge Ziel. So, na gut, dann kommen wir von der Seite. Komm her da! Batman, mir jagt man keine Angst ein. Komm, mach schneller. Ruhig hinter dieser Maske. Ich werde sie von ihrem zerschmetterten Gesicht reißen und der Welt zeigen, was dahinter liegt. Ihr geht nicht mal an die Grenzen dessen, was ihr könnt. Er ist allein. Haltet ihn auf! Ja, ja, komm nur. Verwundeter! Genau. Und gute Nacht. Und wie du verwundet bist. So! Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Ja, ja, ja. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, wenn ich da oben in deinen Turm reinkomme. Und wenn ich dir den Arsch aufreiße. Na, freust dich schon? Jetzt heißt es du oder ich. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie können nicht fliehen. Ich stehe direkt vor dir, Arschloch. Passwort abgelehnt, okay? Die zerschmetterten Körper, die Sie in dem Raum zurückgelassen haben,
kümmern mich nicht. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nimm sie ihre Hände weg. Sehen Sie, was Sie getan haben. Das ist großartig, nicht wahr? Ja. Ja. Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange! Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber... Als Sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich Ihnen die Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für Ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben Sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ra's. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ra's. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer, aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Nein! In Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch.
das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Okay, ab geht's. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Haben wir's? Okay, beide sind tot. So soll es sein, so steht es geschrieben. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Da oben haben wir einen Sniper, den holen wir uns gleich. Nein, Batman, danke. Alter. Wir sehen uns bald. Bis dann. Alter, wie viele sind denn das? So, einmal weg. Der nächste ist da drüben. Der hat mich... Wo steckst du, Batman? Ja, ja, ich komm ja gleich. Jetzt wart mal kurz. Wieso müsst ihr mich alle so stressen? So, Nummer 2, Nummer 3 ist da unten, okay. Den holen wir uns auch gleich. Ich hasse Scharfschützen. Wirf ne Ding. Nein, wieso wirfst du keine Rauchgranate? Deine Herzensdame. Ja, ja, ja. So. Da drüben. Warte. Ich lass mir Zeit. Lass mich da nicht schikanieren von dir. Entdeckung! Es ist Batman! Sehr gut. Du, Batman! Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Ja, 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 ja. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. Beweg dich rüber. Auf und schalt ihn aus. Sehr gut. So, dann holen wir uns den da drüben. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt. Und du kommst nicht einmal! Mausibär, deine ganzen Sniper sind weg, gell? Warte. Jetzt sind alle deine Sniper weg. So. Jetzt bin ich unterwegs zu dir, okay? Es ist direkt unter mir. Und rüber. Sehr gut, mit dem Batarang in die Fresse. So, ich bin hier. Und ich komme jetzt rein. Wieso lässt du dir... Ja, ich komme ja eh schon, ich bin ja eh schon da, um Gottes Willen. Entschuldigung, Joker. Beeil dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich reden? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Javier, nein! Ja.
Problem gelöst. Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Oh, Mr. J, du siehst toll aus. Klingeling. Wie hält man etwas von dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums, erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen. Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo! Weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher sei doch so nett und gib mir mein Heil. Ein Mann, der einen verdammt guten Job macht, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface. Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal. Eine letzte Chance. Oh. Oh, Bats! Der letzte Akt beginnt! Na, dann gehen wir's an! Also los! Also! Ja. Alter! Alter! Schaut euch die Rüstung von ihm an! Das geht schon. Sehr gut. Das geht schon. Oh! Clayface. Alter. Ja, das war gut. Sehr gut. Oh, das kann man blocken. Ja, du bist gleich im Arsch, Mausibär. Und tschüss. Steh nicht einfach so rum. Darfst du denn überhaupt mit Messern spielen? Was zum Teufel treibst du da, Bats? Oh, geil, Batman Ninja. Okay. Ohohoho. Was machst du da? Ich tue ihm weh. Also ich probier's zumindest. Sehr gut, das macht ihn viel Schaden. Warte, das kann man blocken. Nein, doch nicht. Ich habe gedacht, das kann man blocken. Weg. Weg. Alter. Ich will jetzt da nicht da wirklich verlieren. Schade. Ich habe mir gedacht, der fliegt rein. Nein! Na geht mit dem. Also ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber dass er das jetzt macht, mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Als nächstes
Verkörpere ich dich, Batman? Ah, komm, Alter. Wiederholung. Ich hoffe, ich muss mir die Cutscene nicht anschauen. Die ist zwar geil, die Cutscene, aber es nimmt mir halt Zeit weg. Also, ah, okay, gut. Wir beginnen gleich hier. Also los! Ja, ja, lach nur. Da liegt überall Dynamit. Seht ihr das? Am Boden? Das sehe ich erst jetzt. Scheiße. Hui! Hui! Komm, komm, komm! Weg! Sehr brav! Weg! Ah, schade. Aber er ist eh gleich down. Steh nicht einfach so rum! Komm, hin. Und wieder das Schwert raus und metzel ihn nieder. Komm, 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 komm. Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Nein, 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 nein. Alter, aber es ist geil mit dem Schwert. Was muss ich da machen? Alter! Okay, jetzt muss ich ihn angreifen wahrscheinlich. Nein, er ladet sich immer wieder neu auf. Okay, gut. Damit es nicht allzu lang wird, machen wir hier Part Ende. Und Clayface holen wir uns im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.